Versuch das mal jetzt mit den ganz lange. Und zwar so. Fliegen wir mal nach vorn. Ja. Ja. Ihr habt hier gesehen, dass ich das nicht für lange anhalten konnte. Das liegt daran, dass diese Verwandlung auch die Energie frisst von, also die wir aufladen mit Pandoras Box. Okay. Wieder ein paar Gegner. Du willst sterben. Und noch einmal. Und noch einmal. Weil es so schön war. Ah, man sieht, ich tausche nicht sehr oft die Waffen mit Dante. Ja, war klar, dass da noch welche rauskommen. Na, dich töten wir hier. Wow, das geht nicht. Und da pfeift er sie. Nein! Nein, Rohr! Das war feige. Ja, aber ich kann auch jetzt feige sein. Und zwar erstmal ihn anvisieren. Er soll erstmal verschwinden. Na, wie war das noch einmal? So, jetzt zeige ich meine andere Fähigkeit davon. Und zwar den Boomerang. Auch sehr effektiv. Wow, okay. Wir nehmen einmal links und rechts auf. Na, ja, war doch nicht so schlimm. So, die Giftgase sind weg. Jetzt hier rauf und da. Nicht schlecht, übers Rohr gesprungen. Okay. Hallo? So. Und da, jetzt sehen wir auch, das Eis ist verschwunden, da wir diesen, den anderen Frosch, ich bezweifle, dass auch Bane heißt. Da wir ihn auch vernichtet haben, ist das Eis jetzt auch verschwunden. Aber. Ah nein, falscher Knopf. Ich glaube, das geht schnell. Ja.
Okay, jetzt rauslaufen. Und man sieht, wir sind bald am Ziel angekommen. Das war, glaube ich, die Mission 3. Aber wir werden jetzt wieder auf eine neue Art Gegner treffen. Und zwar das Höllenhunde. Cerberus heißt er, glaube ich. Ja, der schießt seinen Kopf, wenn es drauf ankommt. Einfach schön aufspießen. Mit Nero ist das so leicht, die zu besiegen. Weil da haben wir die Möglichkeit, einfach einzugreifen und dann für einen Schuss zu benutzen. Ja, worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Vergessen. Ja. Können wir mit dem Devil Buster die hier packen und dann einen Schuss auf einen anderen Hund oder einen anderen Gegner abgeben. Danach slammt er ihn da in den Boden. Damit der Hund auch extra Schaden verliert. Abbekommt. Oh. Mein Deutsch war auch schon mal besser. Ich glaube, hier ist noch ein Minispiel, also ein für eine Geheimmission. Die Frage ist, komme ich da auch hoch? Man sieht ja so einen kleinen roten Orb. Man muss da hoch. Okay. Ups, falsche Waffe. Na los! Ah. Ja, okay. Ich weiß, wie es funktioniert. Ja, es kann auch nicht so schwer sein. Na los! Oh, fast geschafft. Na los! Ja, geschafft. Aber ich habe keinen blassen Schmerz, was für eine Mission das ist. Ja, wie habe ich das denn gemacht? Buh. Ja, ich glaube, ich kann das leider nicht machen oder nicht schaffen. Nee, das ist nicht möglich. Weil mir fehlt noch eine Attacke mit Pandora. Oder ich habe keine Ahnung, wie man sie aktiviert. Ja. Eine befindet sich an der Ecke und die andere dort hinten. Aber wie aktiviere ich den Kram? Was ist das? Okay.
Irgendwie könnte man noch so einen Laserstrahl abgeben. Kurz testen. Ach so, man kann wechseln. Irgendwie konnte man das wechseln, aber ich. Ich hab doch schon zwei Level in den Ganzlinger reingepackt. Wie geht das denn? Nein. Damit geht's auch nicht. Ey, wie. Fähigkeitenliste. Pandora. Na, das war mein Fehler. Ich habe die Waffe aufbessern müssen. Nicht ganz länger. Ganz länger war wohl wahrscheinlich nur dazu da, dass ich mehr von diesen pinken Balken da bekommen, dann also den Spezialeffekt einsetzen kann. Naja, aber ihr habt hier gesehen, da ist wieder eine Geheimmission gewesen mit einem weiteren blauen Orb. Teil des Orbs. Genau. Und ihr wisst, welcher Freund uns gleich hier besucht. Wow, 4.300 ist auch gut.